guten Tag, Herr Pistlermeister. Mein Junge hat nämlich übermorgen Geburtstag und da möchte ich ihm gerne eben Blasrohr schenken. Wollen Sie mir das machen? Ja, das kann ich Ihnen machen. Ja, sagen Sie mal, was nehmen wir denn da vor Holz? Ja, was nehmen wir da vor Holz? Ob wir Kienholz nehmen? Ja, nehmen wir Kienholz. Oh, Ilse besser. Ja, Ilse ist besser. Oder wollen wir lieber Eiche nehmen? Ja, nehmen wir Eiche. Na gut, also nehmen wir Eiche. Sagen Sie mal, Meister, das müssen Sie mir aber denn auch recht fein polieren. Ja, das muss ich ihm fein polieren. Und Mundstück müssen Sie mal auch ranmachen. Ein Mundstück muss ich ranmachen. Und ein Loch müssen Sie mal natürlich auch durchbohren. Ja, ein Loch muss ich durchbohren. Denn sehen Sie mal, wenn kein Loch durch ist, dann kann doch der Junge nicht durchpusten. Ja, ohne Loch kann er nicht durchpusten. Nun sagen Sie mal, Meister, wann soll ich Sie mir denn abholen? Ja, wann sollen Sie das abholen? Na, sagen wir mal übermorgen. Ja, sagen wir übermorgen. Na, denn auf Wiedersehen. Der Tag kommt ran, die Frau holt sich ihr Blasrohr ab. Guten Tag, Meister. Ich wollte mir gerne mein Blasrohr abholen. Ja, das können Sie sich abholen. Aber Meister, das ist doch ja kein Eichenholz. Nee, Eichenholz ist es nicht. Und poliert haben Sie es mir doch auch nicht. Nee, poliert habe ich es nicht. Und das Mundstück haben Sie doch auch vergessen. Ja, das Mundstück habe ich vergessen. Und ein Loch haben Sie mir doch auch nicht durchgebohrt. Nee, ein Loch habe ich nicht durchgebohrt. Na, dann kann doch der Junge ja nicht durchpusten. Nee, ohne Loch kann er nicht durchpusten. Na, das kann ich doch ja nicht gebrauchen. Nee, das können Sie nicht gebrauchen. Nun sagen Sie mal, Meister, was haben Sie denn da bloß gemacht? Ja, was habe ich da bloß gemacht? Ach, das ist doch aber auch zu ärgerlich. Nun habe ich kein Geburtstag geschenkt. Nee, nun haben Sie kein Geburtstag geschenkt. Nun leisten Sie mal wenigstens die Treppe runter. Bei Ihnen ist ja so finster, da kann man sich ja das Genick brechen. Ja, das Genick können Sie sich brechen. Ach, 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 Herr Dich. Ach, Herr Schriener, kommt doch mal her. Der Tischlermeister hat mir nämlich hier kein Loch durchgebohrt. Warum haben Sie denn da kein Loch durchgebohrt? Ja, das war lächerlich von mir. Dafür kommen Sie ins Loch. Freuen Sie dem Grünen. Ach, der Grüne ist ja ganz blau. Was sagen Sie, ich bin blau? Ach ja, ich komme, Herr Grüner. Mir wird ganz schwach vor Augen. Mutter, Mutter, der Dampfer fährt ja schon los. Ach, Quatsch nicht, dummer Junge. Vor 3 Uhr geht er nicht los. Na, der Schornstein rucht ja aber schon. Lassen rochen, Vater rucht auch. Sie, Herr Kapitän, mussten der kleine Junge auch so ein Billett haben? Wie alt ist denn der Kleine? 4 Jahr. Nee, Mutter, ich bin doch schon 7. Halt den Mund, dummer Junge. Also vorwärts, back vor. Ach, Mutter, Mutter, jetzt sind wir unter der Brücke. Au, au, ich spuck mal in dein Kinnicke. Ach, bei dir spuckt wohl. Junge, nun sitze aber stille. Du kommst nämlich mit die Fiese an mein neues weißes Kleid. Ach, du lieber Gott, du fängst ja auch noch an zu regnen. Junge, gib mir mal rasch meinen Schirm. Aber machen Sie doch die Schirme zu. Ich kann ja gar nicht sehen, wo ich hinsteuere. Du, der Steuermann, der schimpft. Mein Steuermann schimpft auch immer, wenn er von mir keine Steuern kriegt. Musik, 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 Musik. Oma, ihr klein Häuschen, ihr klein Häuschen, ihr klein Häuschen. Wir passen auf unsere Oma, ihr klein Häuschen. Die Zeit und die Zeit, die ich hab dich nicht zurück. Ah, das war aber fein, was? Ah, das war fein. Ist hier unter den Herrschaften jemand,
der Kalbsbraten mitgenommen hat. Der Hund hier unter der Bank, der verzehrt ihn ja. Ach, Herrje, unser Zehner Kalbsbraten. Ach, Herrje, Mutter, so wollten wir in der Hundekehle frühstücken. Nun ist der Braten eher in der Hundekehle wie wir. Sieger! Oh, aber ihr kein Holz, ihr kein Holz, ihr kein Holz. Wir verdauten unsere Oma, ihr kleinen Häuschen, an zweiten und die Sette, und legt die Träume. Aber machen Sie doch die Türme zu. Ich wäre ja beinahe über den Taufkahn gefahren. Du hast sie jetzt? Der Kapitän ist mit dem Taufkahn übergefahren. Also halt, Eierhäuschen, aussteigen, nicht drängeln. Erst anlegen und dann aussteigen. Da denken Sie, wir werden erst aussteigen und dann anlegen? Und Mutterzimmer, das ist ja Onkel und Eierhäuschen. Ach, lassen setzen. Alles fertig. Backbord. Du Olla, kick doch mal. Jetzt sind bloß noch alle Weiber auf den Dampfer. Das war schon Olla Schaumdampfer. Auf Wiedersehen.